Wie viel ist zu viel? Das fragt man sich gerade in Brandenburg, denn wegen der intensiven Landwirtschaft sind dort offenbar die meisten Gewässer stark mit Nitrat belastet. Hauptverantwortlich dafür scheint das intensive Düngen der Felder mit Gülle zu sein. Eine neue Verordnung soll jetzt das Grundwasser besser schützen. Dafür müssen die Landwirte allerdings ihre Gülle auch länger lagern. Sie stinkt zum Himmel, aber ist gut für die Pflanzen, die Gülle. Seit diesem Monat darf Bauer Thomas Kleber seine Felder wieder düngen. Vorher galten 3 Monate Güllesperre. Denn was so schön natürlich aussieht, kann für Menschen gefährlich werden. Die Gülle enthält Nitrat, in hohen Dosen krebserregend, für Kleinkinder sogar tödlich. Überschüssiger Dünger, der nicht von Pflanzen aufgenommen wird, sickert ins Grundwasser und kann so das Trinkwasser verunreinigen. Ja, der Sinn dieser Sperrfrist ist an und für sich, dass wir nur düngen, wenn die Pflanze einen Bedarf hat und der Stickstoff im Boden verbleiben soll und der Pflanze zur Verfügung gestellt werden soll. Und das ist im Winter nicht der Fall. In Zukunft wird Thomas Kleber noch einen Monat länger mit dem Düngen warten müssen. Eine neue Verordnung soll den Gülleeinsatz begrenzen, unter anderem durch längere Sperrfristen. Damit Brandenburger Wasser trotz Gülle trinkbar bleibt, muss es aufwendig gereinigt werden, wie hier in Tettau, einem der größten Wasserwerke des Landes. Wir fördern unser Rohwasser aus etwa 25 Metern Tiefe. Wir haben hier Sandboden nach oben ungeschützt und ein Großteil unseres direkten Einzugsgebietes sind landwirtschaftliche Nutzflächen. Deshalb zahlt das Wasserwerk den Bauern schon jetzt insgesamt 150.000 Euro jährlich, damit sie in der Region auf Gülle verzichten. Das heißt, reduzierter Einsatz von Düngemittel, insbesondere kein Einsatz von Gülle. Und damit ist gesichert, dass das Grundwasser nicht über Gebühr belastet wird. Noch ist das Grundwasser in Brandenburg recht sauber. Doch wie jetzt bekannt wurde, ist die Hälfte der Oberflächengewässer schon jetzt in schlechter Verfassung. Das bedeutet, in den nächsten Jahren kann das Nitrat aus den Seen und Flüssen auch ins Grundwasser durchsickern. Die neue Düngeverordnung soll deshalb noch in diesem Jahr regeln, wann und wie viel Gülle die Bauern auf ihre Felder bringen dürfen. Für die Naturschutzorganisation BUND ist das allerdings zu wenig. Wir brauchen geringere Grenzwerte, die Sanktionsmöglichkeiten oder ja, müssen klar geregelt sein, müssen überhaupt erstmal vorhanden sein. Und die Verkürzung der Ausbringungszeiten jetzt bei der Gülle ist zwar ein Ansatz, ein positiver, aber dadurch wird ja die Gülle insgesamt noch nicht weniger. In Brandenburg, so der BUND, wird zu viel gedüngt. Im Schnitt 71 Kilo pro Hektar überschüssige Gülle. Nur ohne Dünger geht es auch nicht. Landwirt Thomas Kleber erwartet die Verordnung mit Sorge. Für ihn bedeutet sie vor allem neue Gerätschaften, mit denen er schneller mehr Gülle aufs Feld bringen kann. Denn irgendwo muss er schließlich hin mit all dem Mist. Das Güllefass, was wir in Betrieb haben, hat jetzt 15 Kubik. Wir brauchen dann ein neueres Güllefass mit über 20 Kubik Fassungsvermögen, damit wir in kürzester Zeit mehr Gülle zu den Kulturen geben können. Bauer Kleber wird weiterhin mit Gülle düngen, denn seine Tiere werden sich durch kein Gesetz vom Verdauen abhalten lassen.